Weigert ihr euch, wird alles Lebende leiden. Ich komme wegen dir, Talion von Gondor. Du musst verstehen, dass die Uruks keinerlei Gnade kennen, dass mein Vater längst tot sein könnte. Ignoriert ihren Spott. Wir dürfen nicht zulassen. Die Uruks lieben das Spektakel. Wir ziehen alle Blicke auf die Arena. Dann schleichen wir in ihr Lager und suchen meinen Vater. Kann ich das von dir verlangen? Sie werden ihr Spektakel bekommen. Töte ihn nur nicht zu schnell. Sollen die Olaf mir einstimmen dann noch? Sie scheinen viel von ihrem Champion zu halten. Und eins ist sicher, von der Größe her ist er im Vorteil. Das stimmt. Aber wir sind in der Überzahl. Willkommen in der Arena, Menschlein. Die Menge fordert ein blutiges Spektakel. Und du wirst es ihnen bieten. Arcaius. Jetzt sind wir da brennt. Gefährtensucher, Herr der Jagd. Joluk. Gefolgt von Kriegern. Glaube ich nicht. Anfällig gegen Schlachtrute stößen. Ja. Schau wir auch nicht. Trage! Was hast du gehofft zu erreichen? Den dunklen Herrscher enttäuscht. Doch sein Vorhaben bleibt bestehen. Er hat Pläne für deine Stadt, Menschenschwein. Und er hat Pläne für dich. Zeit. Ich kam in diese Arena, um gegen Saurons Recken anzutreten. Ich warte immer noch. Flog. Was haben wir denn? Schreckensketten. Gibt fest Frostfest. Bestienfutter.
dieser Arena. Du wirst hinausgetragen. Von einem Dutzend Orks in ein Dutzend Einzelteilen. Wirf dich in zwei. Ich könnte dich durchbrechen. Deswegen warten, weißt du? Ich könnte Ställe abfackeln und große Hallen ausrauben. Aber nein, ich muss mich ja um den Waldläufer kümmern. Stirb endlich, damit ich weitermachen kann. Amuk. Unbeholfen. Schuftet es. Warum hältst du mich fest? Irgendwie ist es witzig. Traut das immer in der Ewigkeit. Zum Hochschulen.
Hier wird es gleich richtig schmutzig. Diese Narren in den ersten Reihen werden in Menschenblut ertrinken. Ein Asphalt. Bleichschädel. Auf der Bestien. Das ist der Typ, okay. Kampf. Sogar an die ersten in Udun. Die Menge kennt dich nicht so wie ich. Und dennoch bejubeln sie deinen Tod. Bei dem, was ich danach mit dir vorhabe, schauen sie jedoch sicher nicht mehr so gern zu. Okay.
Ah, da haben wir für was drauf von gerade eben. Offiziell. Triff ihn nochmal! Nochmal! Du bist tot! Bist du erlaubt, wie eine Schwäche mein Volk? Ich weiß nicht, was mir mehr Angst macht. Wenn es schmerzt oder wenn der Schmerz aufhört. Ich habe meinen Teil der Vereinbarung erfüllt! Und euer Champion hat es auch getan! Für den Kampf gegen diesen erbärmlichen Feind versprach der dunkle Herr Gnade! Richtet euren Blick nun auf den hellen Herrscher! Ich zeige keine Gnade! Lauft! Lauft! Lauft zu eurem Meister und richtet ihm dies aus! Ich komme ihn holen! Schön. Hoffen wir, dass Idril ihren Vater gefunden hat. Der Palantir ist das Einzige, was zählt. Er darf dem Hexenkönig nicht in die Hände fallen. Mit Haar durch. Nur mal übers Charakter erstmal im Inventar. Da. Durchstampfwurst, naja, haben wir keinen. Der Weidenbaum. Oink. Oink. Schneller.
Augen sehen dich. Weise Augen, die vieles sahen und noch viel mehr sehen werden. Ein mächtiger Turm erhebt sich in Mordor. Aber am Fuße des Nebelgebirgs, am Rande eines uralten Waldes, ragt ein weiterer Turm empor. Durch mich erfährt sein Meister vom dunklen Herrn und dem Waldläufer, der ihn herauszufordern wagt. Ein sehr schöner Teppich. Finde ja. So, das war's mit der Folge. Tschüss und schönen Abend.